Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um ein Messer, das ich Stand jetzt, also zur Veröffentlichung dieses Videos seit knapp einem Jahr besitze. Genauer gesagt seit dem 16.06.2022. Es war ein Kauf vom Zweitmarkt. Das Messer lässt sich gut integrieren in Stahl-EDC-Setups oder vielleicht auch Aluminium-Setups oder Titan-Setups. Es geht um das Bear von der Tactile Knife Company. Geschrieben wird es Bexar. Das X wird bei der Aussprache allerdings verschluckt oder ignoriert. Fragt mich nicht warum, das ist einfach so. Mit diesem Messer bin ich anfangs irgendwie überhaupt nicht warm geworden. Das war hier sozusagen Liebe auf den zweiten oder dritten Blick. Aber nach fast einem Jahr der Nutzung ist es mir dann schlussendlich doch ans Herz gewachsen, wenn man das so sagen möchte. Ich glaube, manchmal ist das bei Messern einfach so. Erklären kann ich das jetzt auch nicht. Wir haben es hier mit einem sehr interessanten Messer zu tun. Die Optik ist klassisch und irgendwie auch zeitlos. Die Materialien modern und hochwertig. Der Griff ist hier aus gefrästem Titan. Sieht man hier sehr schön. Also das fühlt sich gut an, das sieht gut aus und das Ganze verleiht hier auch noch ein bisschen Grip. Ja, definitiv gut gemacht. Im Griffinneren kann man hier eingebettete Stahlliner erahnen. Die wurden zur Gewichtsersparnis nochmal so ein bisschen ausgefräst. Ja, zum Gewicht komme ich gegen Ende des Videos nochmal. Ansonsten haben wir hier eine Grifflänge von 98 mm, eine Griffbreite von schlanken 7 mm, Griffvolumen in etwa 50 mm. Alles ist hier schön abgerundet. Haptik und Handlage sind wirklich angenehm. Wir haben hier ein verdecktes Lanyard Hole, also man sieht hier den Steg, finde ich optisch wirklich schön gelöst. Also ist hier alles sehr aufgeräumt, also gefällt mir sehr gut. Insgesamt auch nur drei Schrauben. Auf die Schrauben komme ich dann auch noch mal gegen Ende. Ja, ein schönes Messer. Die Hechtklinge hier in so einem grauen Stonewashed Finish, etwa 74 mm lang, effektiv immer noch 72 mm Schneide und eine kleine Schleifkerbe, also das ist auch gut gemacht. Klingenbreite gerade mal 1,7 mm, also wirklich extrem schlank. Wir haben einen Flachstiff und hinter der Schneidphase gerade mal etwa 0,3 mm, also leicht darunter. Ein wirklich elegantes Messer. Das Einsatzgebiet liegt hier eher bei leichteren Schneidaufgaben, zum Beispiel wenn man in einer Pizzeria mit dem dortigen Besteck unzufrieden ist. Oder vielleicht einfach mal einen Apfel teilen, allgemein Obst oder Gemüse schneiden. Schnitzen ist auch kein Problem. Ich habe hier fürs Video mal auf die Schnelle was, ja, zusammengebastelt. Das ist erstmal ein Stöckchen. Hier wird die Rinde entfernt. Danach wird noch ein bisschen angespitzt. Vorne, etwa mittig, wird das Stöckchen leicht aufgespalten. Dann nochmal ein bisschen anspitzen. Hinten nehme ich mir einen kleinen Keil raus. Der wird in diesen Schlitz eingesetzt und hier entsteht dann eine ganz leichte Spaltwirkung. Dann wird nochmal kurz angespitzt. Und schon hat man eine improvisierte Gabel. Kurz nochmal zur Klinge. Der Nagelhau ist leider nur links. Beidseitig wäre vielleicht schöner gewesen. Man hätte ihn auch weglassen können. Ja, man kann die Klinge auch ganz gut über den Pinchgrip öffnen. Das geht auch. Ja. Aber für Links- und Rechtshänder wäre natürlich eine Anbringung des Nagelhaus rechts und links auch schöner gewesen. Gut. Die Beschriftung ist hier relativ dezent gehalten. Also man hat hier gerade mal dieses Tactile-Schriftlogo und auf der anderen Seite steht hier die Stahlbezeichnung Magna Cut. Ja, ein, soll man sagen, Stahl der Stunde möchte ich schon fast sagen. Ein extrem rostträger, pulvermetallurgischer Stahl mit hervorragenden Schneideigenschaften. Theoretisch hätte man den hier auf 64, 65 HAC aushärten können. Die Tactile Knife Company hat sich hier beim Bear für 61 HAC entschieden. Das ist immer noch ein guter Wert.
Zur Verarbeitung ganz allgemein, da kann ich auch nur mein Modell beurteilen. Die Verarbeitung ist nicht überragend, aber immer noch ziemlich gut. Im geschlossenen Zustand sieht man hier so ganz, ganz minimal die Slipjoint-Feder überstehen. Hier, also das ist wirklich schon Jammern auf sehr hohem Niveau. Und im geöffneten Zustand habe ich hier auch einen ganz kleinen Überstand, der ist auch spürbar und sichtbar. Ist alles nicht so dramatisch. Spaltmaße sieht man wirklich nur im Gegenlicht und auch das ist eigentlich wirklich hier im Rahmen. Also das ist insgesamt gut gemacht. Wie gesagt, nicht überragend gut gemacht. Gute Verarbeitung und ja, alles schön abgerundet. Insgesamt passt das. Wir haben eine Klinge, die auf Bronzewaschern läuft und das tut sie ziemlich geschmeidig. Der Klinggang ist hier sauber definiert. Wir haben einen 90-Grad-Stopp. Ich finde auch den Sound ziemlich schön. Also gefällt mir wirklich gut. Ist auch jedes Mal gleich. Also das ist auch nicht immer so selbstverständlich. Ja, die Federspannung ist ordentlich. Ich würde sie vergleichen mit einem Standard 91 mm Victorinox. Bisschen größer vielleicht noch. Es gibt kein seitliches Klingenspiel, also das passt. Und der Klingenstand ist auch mittig. Andererseits kann die Klinge ja eigentlich auch nirgendwo hin. Ja, also insgesamt, wie erwähnt, eine gute Verarbeitung. Zeit für ein Fazit. Fazit, wie anfangs erwähnt, ist das Berg klassisch, zeitlos, irgendwie modern. Dazu haben wir mit Titan und dem MagnaCut sehr hochwertige Materialien. Auf den Nagelhau und die Verarbeitung ganz allgemein bin ich eingegangen. Noch zu erwähnen wäre die Verschraubung. Erfreulicherweise sind das hier nur 8er Torx. Das gefällt mir sehr gut. Also es reicht also ein 8er Torx Schraubendreher, um das Messer komplett zu zerlegen. Und hier sieht man auch die leicht angefasste Achsschraube. Das ist hier so ein bisschen eckig. Ja, so kann die Schraube nicht durchdrehen. Also schönes kleines Detail. Dazu diese kreisrunden Rillen als kleiner Kontrast zu diesen Querrillen. Ja, sind manchmal die kleinen Dinge, die es ausmachen. Das Messer wird in Amerika hergestellt. Die in Texas ansässige Tactile Knife Company bietet hier lebenslange Garantie. Ist auch eine schöne Sache. Der Lieferumfang ist unspektakulär. Wir haben hier so eine Pappbox mit einer Schaumstoffeinlage. Dazu ein Echtheitszertifikat von der Tactile Knife Company. Modell Bear, Scales Titanium, Blade MagnaCut, Hardness 61 HAC. Und das Ganze wurde zusammengebaut am 3.11.2022. Ja, schöne kleine Zusatzinfo. Gefällt mir auch gut. Ja, jetzt zum Preis. Hier muss man je nach Anbieter mit 220 bis 250 Euro rechnen. Das ist nicht wenig. Meines ist wie gesagt vom Zweitmarkt, lag aber auch um die 200 Euro. Damals war das Messer in Deutschland noch nicht erhältlich und ich habe es mir auch zu einer Zeit gekauft, als ich eigentlich sehr auf mein Geld achten musste. Also Messer sind definitiv eine Sucht und ja, Vernunft ist leider keine große Stärke von mir. Aber manchmal ist das einfach so, das wissen wir alle. Naja. Hier noch ein paar Messer, die in Bezug auf die Größe vergleichbar sind. Zum Beispiel die Atlas-Reihe von Böker Plus. Oben das Slipjoint-Modell und hier das Backlock. Also das ist wirklich sehr ähnlich. Hier auch die Hechtklinge. Oder ein UKPK von Spyderco ist in Bezug auf die Größe auch durchaus vergleichbar. Ein Luna von Real Steel, das ist ein bisschen kleiner, also die Klinge hauptsächlich. Oder hier das Stella, ebenfalls Real Steel. Da ist die Klinge dann wiederum minimal größer, minimal länger. Oder ein Erfolgsmodell von Sandrin Mu, das 7315. Ja, auch hier ist die Klinge minimal kürzer. Ansonsten sind die Abmessungen wirklich sehr, sehr ähnlich. Diese Messer haben alle eines gemein: Es sind wirklich Leichtgewichte. Und auch das Bear von Tactile Knife ist auch ein Leichtgewicht. Also wir haben hier 53 Gramm ohne den Beat in etwa und 57 Gramm mit dem Beat.
Speed ist im Lieferumfang enthalten. Das ist hier so eine gefräste Titanperle. Auch schön, also ist gut gemacht. Clip fehlt hier. Es ist wirklich ein leichtes, schlankes Messer und ohne den Clip dann ideal für so eine kleine, ja, Tasche oder für ein kleines Etui. Vielleicht auch für die Pouch oder für so einen Clip-Slip, je nachdem, was man da so haben möchte. Kurz noch zum Magna Cut. Dieses Messer ist mit dem Magna Cut ja fast schon überaus gestattet, wenn man das so sagen möchte. Diesbezüglich hatte ich einen sehr angenehmen E-Mail-Austausch mit einem Knife Buddy. Er schrieb, dass man mit einem Standard Victorinox 91 mm Modell etwa 30 bis 50 Mal ein Seil durchtrennen könnte, bis die Schärfe der Klinge dann ganz merklich nachlässt. Mit einem Magna Cut Stahl kann man bei idealer Härtung dann mehr als 1000 Schnitte damit machen, also 1000 Mal so ein Seil oder ein Sisal-Seil durchtrennen. Ob das jetzt letztendlich ein Kaufargument ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.